Meine lieben Schlingelses, meine lieben Schlingelinern, ich grüße euch. Es geht weiter. Wir starten mit 5 Pilzen. Sehr nice. Vielleicht bekommen wir noch ein paar beim Durchdrehen. Einmal, zweimal. Ja, das ist dann, haben wir schon 11 Pilze heute bekommen. Ja, läuft doch. Das ist richtig geil. Das ist richtig gut. So, wir sind jetzt beim Erfahrungspunkte und Sanduhren-Event. Ich muss sagen, ja, triggert mich jetzt beides nicht so, aber gut. Oh ja, hier waren sie wieder fleißig. Oh, hier waren sie wieder richtig fleißig. Ja, ich hätte gerne welche, die sich richtig lohnen. Ja. Bin ich in einer Nacht hier 70 Millionen Plätze abgestiegen. Aber mal schauen, vielleicht können wir uns ja wieder gut hoch arbeiten. Nein. Der baut noch, okay. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt was ausbaue gerade. So, die hatten wir eben schon mal. Also können wir sie nochmal abfarmen. Sehr schön. Ah, noch einer. Sehr schön. Na, nicht so schön. So, jetzt waren wir aber hier noch lange nicht fertig. Denn die sind mal vollkommen ausgerastet gestern. Aber vom Allerfeinsten. Oh je, je, je. Ich glaube, ich habe mir Feinde gemacht. Aber Pech ist halt so. So, und dich nehmen wir auch noch mit. Ja, komm. Läuft. Wenigstens wieder ein paar Ehrenpunkte dazu gewonnen. Hiccups. So. Gehen wir in den Zauberladen. Schauen wir uns mal um. Also. In den Kessel. Zerlege. Toilette. Kaufen, verkaufen. So, was haben wir jetzt hier noch Feines? Ausdauergesteck, Intelligenz. Guten Ich brauche keine Intelligenz. Ich bin ein geschickt Kerl. So, dann gehen wir mal in die Arena und wir kämpfen gegen. Habe ich auf allen also wirklich Bock. Aber er ist angriffstechnisch der Schwächste, aber es ist halt wieder mein Berserker. Und wir kennen ja meinen Struggle mit Berserkern. Genau dieser. Ja. Und weg. Na klar. Okay. So. Oh ja. Sehr schön. Gleich nochmal Zusatzerfahrung abgeholt. Es flattert schon wieder ein Flimmerkistchen. Das ist sehr schön. Das heißt, heute kann ich wieder richtig gut Flimmerkisten farmen. Da freue ich mich schon richtig drüber. Dann fangen wir hier mal an, wieder ein bisschen zu füttern. Füttern, füttern. So. 76, 60, ich glaube. Mit Pyrophibus gegen Tikon versuchen wir den Anfang, obwohl ich könnte, ich mache das mal so rum, vielleicht gewinne ich ja nicht. Okay, gut, hat sich ja nichts geändert. Ich dachte, ich könnte vielleicht wenigstens Pyrophibus einmal füttern, um Tikon ein bisschen mehr weh zu tun, aber leider nein. Dann das Dämonenportal, der Doppelzombie. Ui, das war ja mal richtig gut. Das waren 31% auf einen Schlag. Na gut, dann kann ja Bronco jetzt kommen. Denn wir wissen ja, der Name ist nicht Programm, denn so viel Spaß macht er echt nicht. Aber gut, was willst du tun? Ist halt einfach so. Top. Einfach nur top. Ach, schaut's euch an. Traumhaft. Naja, Reheal wäre ja totaler Quatsch. Ja, altbekanntes Spiel. Ich mache hier ein bisschen weiter und wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder und berichte euch von meinem täglichen Leid. 3 von 10 Kämpfen. Naja, immerhin 50% gewonnen. Das ist schon mal ein Anfang. Aber mal sehen, was dabei rauskommt. Der Tag ist ja noch rum. Ich habe wieder einen anderen Server vergessen, stumm zu schalten. Professionalität ist am Start. So, ein Win. Das ist gut. Das zerlegen wir. Und das zerlegen wir. Zack. Hinfort, hinfort, hinfort. Dann, ja, enttäuschend, aber ich habe immerhin zweimal gewonnen. Yay, das heißt, ich kann ein bisschen leichter an Tikon vorbei, vielleicht. Vielleicht. Dann gehen wir wieder zu Bronco. Der gute alte Bronco. Er macht uns schon lang Spaß. Ah, herrlich, einfach, wow. Ja, wenn ich ja wenigstens ab und zu mal kritisch treffen würde, wäre das ja mal schon mal ein Anfang, aber so ist das schon. Ja, jetzt treffe ich kritisch, wo ich zweimal weggeblockt wurde.
Oh je, oh je, oh je, oh je. So. Da. Nee, nichts zur Hohle. Macht ja nichts. Wurde ich angegriffen? Nein. Sehr schön. Die Gilde blinkt. Ich bin ein fleißiger Gildenmember. Die Flimmerkisten halten sich leider wieder mal sehr in Grenzen. Ich hatte zwar heute Morgen vielleicht drei, wenn es hochkommt. Also nicht so der Brüller, aber vielleicht kommt ja noch was. Ich bleibe weiterhin dran und halte euch am Laufenden. Bis gleich. Da bin ich wieder. Es gibt wieder ein paar Lucky Coins. Wurde ja auch Zeit. Hier, naja, selbes wie die ganze Zeit vorher. 3 von 6 Kämpfen gewonnen. Gerade so. Ja, mit dem Crit hätte ich sie gepackt. So, aber wieder allerdings nicht. Na gut, was will man tun? Schauen wir mal weiter bei unseren schönen Pets. Ja, dann haben wir hier wohl gegen Tikon vielleicht, vielleicht. Wir lassen mal auslaufen. Hat ja bis jetzt immer ganz gut geklappt. Ja, weniger. Vor allem, wenn ich einfach keine Crits setze. Wow, jetzt. Süß. Yeah. So muss das sein. Sehr schön. Und dann will ich jetzt sagen, machen wir noch Bronco gleich fertig. Denn, ne, wenn es mal läuft, dann muss es auch mal richtig laufen. Bis jetzt läuft es ja eigentlich ganz solide. Aber ich brauche einen Reheal, der nicht kommt. War nicht anders zu erwarten. Oh, ich wurde angegriffen. Ich wurde angegriffen. Welcher Schlingel? Ah, sehr gut. Solche Schlingel sind mir am liebsten. Aha. Weiter geht's. Oh, echt jetzt? Ah, das war jetzt ein leichter Fail. Nun gut, ich mache bekanntermaßen weiter und sammle ein paar Lucky Coins. Bis gleich. So, es geht weiter. Ich bin eher so semi-begeistert. Naja gut, ein Kampf fehlt mir noch. Ich sehe jetzt gerade, dass ich eigentlich 1 Minute zu früh gestartet habe. Einmal mit Profis spielen. Einmal. So, Marmelot. Leider fällt er nicht. Noch so, ja, ich Marmelot. Muss, egal wie. So, dann fangen wir mal an, dem Bronco wieder ein bisschen auf die Ohren zu klopfen. Und hoffen. Hoffen weiterhin, dass wir ihn legen können. Das wäre natürlich richtig cool, aber warten wir erstmal ab, wie es läuft. Meine Crit-Quote ist wieder mal. Aha. Das war aber ein schlechter Crit. Also ein sehr, sehr schlechter Crit. Ich wäre jetzt normalerweise schon in der Lage, über 1 Million rauszuhauen. Ja, und das Reheal-Glück. Das übliche. Da habe ich schon einen Gegenangriff gestartet. Ah, schade. Leider noch nicht. Jetzt reicht es Ah auch. ja, kommt schon die nächste Flatterkiste. Aber wir warten noch mal 30 Sekunden und dann kommt nämlich schon der nächste Arena-Kampf. Und ich hoffe, dann kann ich schon mal derzeit jemanden aussuchen. Ich hoffe, dass ich den guten Giorgio von Winchester besiegen kann. Das wäre super. Dann hätte ich nämlich wenigstens meine 10 Kämpfe am Tag gewonnen. Erfahrungspunkte und dann können die schön weiter fleißig beim Glücksrad die Lucky Coins sammeln und ja, noch ein bisschen meine Festung voranbringen. Ja, wenn er natürlich schon anfängt, das gleiche im Crit. Jawohl. Noch einer? Nee. In your face. Supigeil. Ja, dann würde ich mal sagen, es geht gleich weiter. Da bin ich wieder. Und hier, da. Alle Kämpfe. Perfekt. Da, fertig. Ich könnte auch mal zwischendurch ein wenig skillen, ist mir gerade aufgefallen. Ja, so in etwa. Und das reicht schon nicht mehr. Ach komm, wir geben mal ein bisschen Glück. Ich habe zu wenig Glück, wie wir wissen. Das müssen wir ändern. Also, volle Kanne. Einfach mal was in Glück rein. So, schön. Dann gehen wir mal hier rein. Ja. Also mal Marmelot was anzutun. Stärke gegen Stärke. Oh je, wir sind 700 runter. Ja, das wird nichts. Da brauche ich nicht. Das brauche ich mir nicht anzuschauen auf Dauer. Dann schauen wir mal, wie wir uns gegen Bronco schlagen. Im Guten. Aha. Wenn er ungefähr 35% von uns wegblocken würde, sogar Richtung. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, das sind ja bei 50%. Oh, ich kriege einen Reheal und gleich wieder weggeblockt. Jawohl.
Oh, noch ein Crit um die Ohren gehauen kriegt. Jawohl. So muss das laufen. Ja, yeah, safe. Ach. Ach, wie schön. Guck mal, wie schön. Da habe ich schon gegen Angriff gestartet. Da könnte ich gerade nochmal einen Angriff starten. Jawohl. Erfolgreich. Wir sind übrigens vierstellig. Endlich. Aber ich gebe nicht auf. Das geht noch weiter. Bis später. Da melde ich mich ein letztes Mal für heute zurück. Naja, 1041, so viel kam gar nicht mehr dazu. Schade eigentlich. Wie gesehen, alle Kämpfe in der Arena erledigt. Hier sind wir fertig, geskillt haben wir. Ja, dann kann es jetzt nur noch aufwärts gehen, würde ich mal sagen. Ich glaube da mehr an Licht, dass ich Fuson lege als alles andere. Ja, nur ohne Kritz. Schwierig. Nee. So, dann versuchen wir es nochmal mit dem guten Bronco. Man muss da jetzt langsam mal fallen. Wird doch mal Zeit hier. Ich kann doch nicht ewig so tun. Klar. Klar. Damit habe ich schon fest gerechnet, so schlecht wie ich losgelegt habe. Yep. Ja. Ich durfte mich bis zur Hälfte abziehen. Das war sehr nett. Das war sehr, sehr nett. Wahnsinn. Ach, ich will noch zweimal probieren. Ich. Okay. Läuft. Zwei Pilze in den Äther gejagt. Nun ja, ist halt einfach so. So, hier ist es relativ ruhig geworden. Das ist okay, gehen wir in die Ehrenhalle. Auf Rang 4102 wird der Tag beschlossen. Das ist okay, damit kann ich vollkommen leben. Die Gilde auf 38 und die Festung auf Rang 5023. Also ich gehe peu à peu ein bisschen hoch. Die Pets auf 4421. Unterwelt hier noch nicht freigeschaltet. Mal schauen, ob ich dann den Schlüssel endlich mal finde. Nee. Ja, dann war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüßt eure Eltern, besonders Vater und Mutter. Und wenn ihr jemanden seht, dann sagt ihr auch nichts. Bis morgen.